Hallo und herzlich willkommen nochmal am dritten Tag des Chaos Communication Kongresses und auf der Bühne des Podcast-Zentrums, also des Sendezentrums sozusagen. Wenn jemand einen Podcast anfängt, hat er in der Regel eine Idee, worauf das Ganze eigentlich hinauslaufen soll. Aber manchmal entwickelt sich diese Idee auch weiter. Und wir haben heute die besondere Gelegenheit, bei einer solchen Weiterentwicklung teilzunehmen. Daniela Ishorst, die macht seit 27 Episoden den Podcast Kunst und Horst, nimmt uns dabei mit in Museen und in Theaterveranstaltungen, in Kulturveranstaltungen und berichtet über diese Themen. Auch neugierig geworden und es ist passiert, dass sie neugierig geworden ist auf Menschen, auf Themen, die Menschen mitbringen, auf biografische Geschichten und möchte einen neuen Podcast starten. Der nennt sich Horst die Podcast, wobei die absichtlich so gesetzt ist. Es ist kein Schreibfehler, das ist gewollt. Wir haben heute die besondere Gelegenheit, die besondere Situation, dass wir bei der Geburt eines neuen Podcasts dabei sein dürfen. Es wird jetzt hier die erste Episode präsentiert oder produziert von Horst die Podcast. Es ist ein Gesprächspodcast mit drei Gästen und dafür Bühne frei für Daniela Ishorst. Viel Vergnügen! Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Horst, die Podcast, live vom Chaos Computer Kongress hier in Hamburg. Es geht heute in der ersten Folge mal darum, Menschen sichtbar zu machen, die man normalerweise nicht unbedingt sieht, die aber auch ganz viel für die Community und für euch getan haben. Und dafür möchte ich meinen allerersten Gast begrüßen und das ist die Entwicklerin Michaela Lehr. Hi. Da ist dein Headset. Ist ein bisschen groß für den kleinen Kopf. Hey. So besser? Gut. Ja. Wie geht's dir, Michaela? Bist du auch so aufgeregt wie ich? Ja. Ja. Im Podcast ist Nicken immer schwierig. Also die Leute sehen das jetzt, aber... Michaela, du bist Entwicklerin. Genau. Wie bist du an den Job gekommen? Oder hast du, während ich in der Ecke gesessen habe als Kind und Bücher gelesen habe, hast du dann schon auf Computern eingehackt oder wie ist das gekommen? Das habe ich eigentlich gemacht, während ich Philosophie studiert habe und da war klar, dass ich da mit drin nicht arbeite, in diesem Beruf mal. Und ich komme auch eher aus der Designrichtung, also ich bin UX-Designerin und Frontend-Entwicklerin. Ja. Und arbeitest jetzt auch selbstständig. Genau, ich bin selbstständig. Mhm. Du hast was für die Community getan, was den meisten Leuten wahrscheinlich gar nicht klar ist, obwohl sie das regelmäßig benutzen. Du hast beim Podlove-Projekt am Subscribe-Button mitgearbeitet. Mhm. Was hast du da genau gemacht? Anfang des Jahres habe ich mit Ben und Tim gemeinsam das neue Design vom Subscribe-Button gemacht. Das kann man auch aktivieren oder ist vielleicht schon aktiviert. Genau. Dafür haben wir recht viele Entwürfe gemacht und es gab immer wieder Feedback und irgendwann habe ich es dann auch gecodet. Also Feedback von der Community oder bei euch dann innerhalb der Innerhalb Gruppe? So einer Slack-Gruppe, also da ist Community und ja, Tim und Ben haben viel Feedback gegeben. Und wie bist du da rangekommen? Hast du dann abends im Bett gesessen und hast gedacht, ich rufe jetzt mal Tim Pritlove an und will mitcoden? Oder wie kam das? Wie kam der Kontakt zustande? Nee, wir haben uns vor einem Jahr hier irgendwie getroffen und Tim wusste irgendwie, dass ich Frontend mache und ich habe gefragt, ob irgendwie was zu tun ist und dann hat sich das so ergeben. Im Februar hatte ich dann auch recht viel Zeit. Und dann habe ich ein bisschen was dran gemacht. Und was heißt ein bisschen? Wie viele Stunden hast du da so dran gearbeitet? Ich wollte es nie zusammenzählen, aber ich schätze, also ich habe danach noch so eine Landingpage gemacht und so einen Generator auch, wo was man... Was ist denn eine Landingpage? Eine Webseite, wo der Button beworben wird. Mhm. Und auf der Webseite kann man jetzt auch sich den Button selbst zusammenklicken und es gibt dann so einen Skriptcode, aus dem man auf der... einen eigenen Webseite dann einbinden kann und dann hat man diesen Button
Und für beides zusammen waren es bestimmt insgesamt irgendwie 3 Wochen Arbeit. Aber das war jetzt halt übers Jahr verteilt, immer mal wieder, wenn ich Zeit hatte. Das heißt, aber ihr macht das alles kostenlos, ne? Also ihr gebt eure Arbeit der Community und wir können das dann alle als Podcaster oder als Podcast-Hörende nutzen. Ja, ich höre ja auch Podcasts, deswegen ist das dann vielleicht. Was für Podcasts hörst du? Viele aus den USA über Buffy zum Beispiel. Ich glaube, die nutzen auch nicht den Subscribe-Button. Ja, da müsstest du die mal anschreiben. Ja, müsste ich vielleicht. Oder denen direkt Geld geben. Ja, deinen Podcast höre ich. Danke. Und sonst? Regelmäßig noch so ein Webentwickler-Podcast. Also jetzt nicht so die klassischen hier bei uns Laber-Podcast in Anführungsstrichen. Manchmal auch, aber es ist so viel und wenn ich oft unterwegs bin, dann, also die es reinschaffen, sind dann doch irgendwie immer noch die 2 Buffy-Podcasts und den Rest gehe ich meistens weg. Okay. Du warst jetzt in Australien und hattest da einen Talk eingereicht und der wurde auch angenommen und wir haben uns vorher darüber unterhalten, dass du gesagt hast, du hast dich dort wohler gefühlt und die Ansprache war eine andere als auf vielen Kongressen, die jetzt hier in Deutschland stattfinden. Was war der Unterschied, dass du gesagt hast, ich mache jetzt ausgerechnet einen Talk auch noch in einer fremden Sprache, in einem fremden Land, dass du dich da wohler gefühlt hast als hier auf anderen Konferenzen? Die hatten halt in diesem Call for Proposals oder Call for Papers nennt man das, wenn eine Konferenz gerade ein Programm zusammenstellen will und dann möglichst viele Sprecher gewinnen möchte. Den hatten sie so ansprechend geschrieben, also da stand genau drin, wie es abläuft, es war ganz konkret, was geschehen wird und es war eben auch so geschrieben, dass man jetzt irgendwie keine Angst haben muss, wenn man noch nie einen Talk gehalten hat, weil sie einem helfen und dass man immer mit Fragen zu ihnen kommen kann und es war auch so stark anonymisiert, dass irgendwie klar war, dass am Anfang gar nicht so wirklich den Leuten, die das dort dann lesen, bewusst ist, ob man jetzt voll der erfahrene Sprecher ist mit irgendwie einer großen Reputation oder nicht. Also ja, es war halt sehr ermutigend geschrieben und das habe ich jetzt nicht nur irgendwie bei deutschen Konferenzen nicht gesehen, sondern generell sieht man es nicht so oft, dass die, also ich kann jetzt nur für den Frontend-Webentwicklungsbereich sprechen, aber dass das so ermutigend ist, habe ich ja, dass ich mich dann getraut habe. War das dein erster Talk überhaupt? Oder hast du schon mal welche gehalten? Nee, ich habe recht viel so Design-Vorträge auf Deutsch gehalten. Und halt in der Uni, wenn man Geisteswissenschaften studiert, muss man ja auch irgendwie pro Semester Vorträge halten. Mhm. Ganz viele. Aber es war der erste Tech-Talk auf Englisch. Und es war, ja, da war ich dann auch ultra auf. Worum ging's in dem Talk? Um Web-VR. Das heißt, virtuelle Realität im Browser. Hast du so klingt mit Brille? Abstrakt für mich. Nee, gar nicht eigentlich. Also so, kennst du diese VR-Brille? Ja. Wie man das halt in JavaScript schreibt. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass es manchmal ein bisschen schwierig ist auf Konferenzen. Was ist die Schwierigkeit? Also wirst du als Entwicklerin wahrgenommen oder ist es immer noch ein sich zeigen müssen, also ich bin jetzt nicht nur die Begleitung, sondern ich bin Entwicklerin und bin jetzt auch hier? Also ich kann jetzt auch jetzt nur für so die letzten Jahre sprechen, weil danach war ich eigentlich immer nur auf Konferenzen, wenn ich gesprochen habe. Und da kennen die Leute einen dann vom Programm. Oder die letzte Konferenz in Deutschland, da waren halt die einzigen Frauen, die da waren, waren dann auch die Sprecherin und sonst war da gar keine. Deswegen, aber davor, ja, was schwierig ist, sind nicht so konkrete Dinge, sondern irgendwie, dass man halt meistens alleine ist als wenige Frauen und ja, es nervt jetzt auch irgendwie mit der Zeit nicht mehr, dass man halt irgendwie für die Freundin von jemand oder für die aus dem Marketing gehalten wird. Das ist man dann halt schon gewohnt, also naja. Aber es ist schon immer noch ein Angang, wenn man dann als Besucherin da ist. Ein was? Ein Angang, wenn man dann als Besucherin da ist. Was ist oder, ein Angang? Also, dass man erstmal sagen muss, ich bin eben nicht die Freundin von, sondern ich bin hier, weil ich selber Entwicklerin bin. Ach so, bin. Ja, oder wenn mich jemand fragt, sage ich das immer sonst.
Ist mir jetzt ehrlich gesagt auch egal. Ja. Ist das denn hier auf dem Kongress auch so oder ist das dann eher hier ein gut durchmischteres Publikum? Hier ist sehr, sehr gut, also vergleichsweise sehr gut durchmischt. Man sagt ja irgendwie, wenn es 30, ich weiß nicht, wie viele Frauen jetzt oder. Ja, mir ist es jetzt nur beim Hörertreffen, beim Aufwachen-Podcast aufgefallen, da saßen, glaube ich, 50 Leute und davon waren 3 Frauen. Ah, okay. Und da war es dann wieder sehr präsent, ne? Das ist sehr. Aber ansonsten finde ich auch, dass es hier gut durchgemischt ist. Ja, also so vom Rumlaufen allein ist es, so ist es nicht auf. So in den Sälen ist es mir auch nicht aufgefallen, aber beim Aufwachen-Podcast fand ich es dann ganz sehr präsent, dass dann doch wenig Frauen sich anscheinend diesen Podcast anhören. Ja, oder wenn es 30% sind, kommt es einem ja schon vor wie die Hälfte. Hälfte, ne? So. Ich habe zum Abschluss noch eine Frage an dich. Wir haben jetzt den 3. Tag hier auf dem Kongress. Was ist denn bisher so dein Resümee? Macht Spaß, wie immer. Ich habe noch nicht wirklich ein Resümee. Noch keins. Ist super. Aber du hast immerhin schon einen großen Auftritt hingelegt vor Publikum, ja, obwohl du jetzt so aufgeregt warst. Genau. Ich freue mich jetzt auf dein Netzverweis. Kannst du jetzt in Ruhe ein Bier trinken gehen? Nee, das machen wir gleich gemeinsam. Das machen wir zusammen. Genau. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, auch für den Subscribe-Button. Und ich finde, dafür müsstet ihr alle mal richtig kräftig applaudieren, dass die Leute ihre Arbeit kostenlos zur Verfügung stellen. Vielen Dank, Michaela. So, als zweiten Gast habe ich mir Philipp Jox eingeladen und ich sehe hier ganz viele Leute, die dieses 33C3 T-Shirt oder den Pulli anhaben. Philipp Jox ist nämlich der Mann, der das diesjährige Kongressmotto uns gegeben hat und den möchte ich jetzt mal auf die Bühne bitten. Herzlich willkommen, Philipp Jox. Hi. Kriegst du das hin? Dein Kopf ist ein bisschen größer. War nur ein bisschen. War nur ein bisschen, passt aber nicht. Ohren weg. Und wie geht's dir? Oh ja. Schon Bier auf oder noch nicht? Nee, noch nicht. Ich habe da gerade eine Einladung auch ausgeschlagen. Aber gleich vielleicht. Gleich, danach. Gut. Und Wasser. Und Wasser ist immer gut, ne? Philipp, works for me. In welcher Lebenssituation muss man sich denn befinden, um auf so ein Motto zu kommen? Und wie kriegt man den Anstoß dazu? Also, du hast eine SMS bekommen. Ja, genau. Ich war im Bad. Ich würde jetzt gerne erzählen, ich wäre auf der Toilette gewesen. Das stimmt, glaube ich, nicht. Da hat der Peppo mir eine SMS geschrieben, hat gefragt, sag mal, Kongressmotto. Und dann, works for me, zack. Und dann, weiß ich nicht, dann bin ich da mit Badsachen, habe ich dann weitergemacht und dann irgendwann kriegte ich eine DM vom Linus, hier, danke, fertig. Wie ist das denn jetzt, wenn du aus der Kongresshalle rauskommst und siehst da auf das Red is in Blue riesengroß 33C3 works for me? Ich habe das gestern Abend zum ersten Mal gesehen, komischerweise, aber ich finde das schon gut. Also als wir gestern reinkamen, den Tag 0 reinkamen, habe ich sogar gedacht, da ist schon doch geil. Also, schön, ne? Wenn man so seine Arbeit, die man mal eben so aus dem Ärmel geschüttelt hat. Ja, ja, genau. Aber du hast ja bestimmt, das wird ja einen Grund haben, warum es dieses Motto gibt. Ja. Oder warum du auf dieses Works for Me gekommen bist. Ja, also genau. Also die in der Vorberichterstattung auf, weiß ich nicht, was man so liest irgendwie, wurde das schon relativ gut eingekreist, ne? Es ist ja so, dass, weiß ich nicht, du submittest einen Bug-Report für irgendeine Software und dann kommt zurück, nee, geht bei mir, verpiss dich. Das zieht sich ja überall durch. Also, ich hatte ein Beispiel, ist halt irgendwie, du gehst in eine Burgerbude und, also ich bin jetzt gar kein Vegetarier, aber du gehst in eine Burgerbude und sagst, was gibt's denn? Und dann sagen die, ja, Rind oder Schwein und dann sagst du, und vegetarisch und dann sagen die, wieso? Also, ich esse doch Fleisch. Also, es ist halt einfach die mangelnde, ja, Empathie ist wahrscheinlich ein bisschen zu groß, aber halt so die fehlende Fähigkeit von Leuten, sich in andere Situationen reinzufühlen oder in andere Leute reinzufühlen. Wir hatten das mit dem Eintritt im Museum kostet 12 € und alle Leute sagen, ja, wieso? Ist okay. Und dann sagst du, ja, es gibt auch Leute, für die ist 12 € halt Mittagessen für ihre Familie mit 3 Kindern. Hm. Und das ist halt was, was sich in der IT halt relativ gut durchzieht. Im Moment ist es ja so, dass die Leute relativ einfach in Jobs kommen, habe ich das Gefühl. Also
sobald jemand unfallfrei eine Maus bewegen kann, ist das ja geritzt irgendwie. Und den Leuten geht halt einfach sowas ab, dass es halt am anderen Ende der Gehaltsskala auch noch andere Leute gibt, die halt nicht jeden Tag für 12 Euro ins Museum und abends noch für 80 Euro essen gehen können. Oder dass man Leuten Privilegien wegnimmt, weiß ich nicht. Ja, da muss der halt mehr für seine Krankenversicherung bezahlen, wenn der, was weiß ich, wenn der 30 Kilo zu viel hat. Oder ja, klar, ist der erste Gedanke in Ordnung, aber oder das als Ansporn, sich zu überlegen. Aber naja, wenn du jetzt halt kein Geld hast, um deine Mehrkrankenversicherung zu bezahlen, ist halt schlecht. Ne? Und es gibt ein relativ schönes Reinhard-Grebe-Zitat, das heißt, die Mieten sind bezahlbar, denn ich kann sie ja zahlen. Das, ich finde, das ist ein ziemlich passendes Ding halt auf das obere Ende der Verdiener in der Industrie, habe ich das Gefühl. Also da ist ja eben, die Leute verstehen das einfach nicht, dass jemand, wie was, zwei brutto, was willst du damit? Ne? Also halt so, da kannst du doch gar nicht. Ja, ich habe trotzdem zwei Kinder. Ne? Also was willst du da machen? Und wenn du jetzt halt nun mal nicht irgendwie jemand bist, der programmieren kann oder das für Geld machen kann, will, wie auch immer, oder einfach überhaupt gar nicht arbeiten kann, weil er weiß, der Henker was hat, das findet halt bei den Leuten nicht statt. Und eben das, ja, das ist halt so ein allgemeines, also ich will jetzt gar keine Leute irgendwie doof hinstellen, das passt halt einfach so gut, ne? Weil das, ja, die Leute können sich einfach schwer andere Leute vorstellen, habe ich den Eindruck. Aber dann ist das ja vielleicht was dir in deinem beruflichen Umfeld dann oft passiert, aber gar nicht so nur auf diese, jetzt mal, IT-Blase, sondern vielleicht auch was Grundsätzliches, dass man fehlendes Verständnis für andere Leute Probleme hat oder dass man Dinge hat, die selber Probleme schaffen, die der andere aber gar nicht sieht. Ja klar, das haben wir natürlich auch. Also ich habe so eine kleine Hostingbude und wir haben halt dann mit vielen Entwicklern zu tun oder Sysadmins oder so, wo du dich halt genau mit diesem, also ich höre das jeden Tag 5-mal, ne? Dieses, ja, bei mir auf dem Laptop geht das aber. Ja, aber hier ist halt irgendwas nicht, also weiß ich nicht, weißt du nicht, was da für Bibliotheken gebraucht werden oder so. Nee, bei mir geht das bei euch, warum ist das bei euch scheiße? So, und dann fängst du halt an, anderer Leute Code zu debuggen, obwohl du irgendwie die Hostingbude bist. Wo ich halt irgendwie denke, naja, ich muss jetzt auch nicht als Vermieter jemandem die Bilder an der Wand hängen. Das mache ich auch nicht. Und ja, das ja, im IT-Umfeld, also oder in meinem täglichen Geschäft passiert mir das jeden Tag. Also dieses, das works for me. Oder? Bist du denn schon von irgendwem angepöbelt worden wegen dem Motto? Oder hält nee, sich das, das jetzt, hält das sich noch jetzt in Grenzen? Das könnte sich jetzt dass ändern. Das jetzt rauskommt. Ja. Ich habe gelesen, das wäre nicht so gut angekommen bei vielen manchen. Gut, weiß ich nicht. Muss man halt dann besprechen, ob man sich draußen trifft oder... Wir können dich auch beschützen. Ja, eben, ich denke auch. Also, ich habe zwei kleine Jungs dabei, die werden die beißen. Die passen auf sich auf. Ja, ja. Und so ein bisschen Selbstkritik finde ich... Ich finde das auch gut. Also... Ja, du hast es ja auch. Du hast es ja auch vorgeschlagen. Ach so, du meinst die anderen Leute. Ja, gut, ja. Das ist natürlich bei vielen Leuten ein Problem. Aber gut, das sieht man dann draußen. Vor der Tür. Philipp, Tag 3, wie ist dein Resümee bisher? Ich finde das mega. Der größte Kritikpunkt meines Sohnes ist, dass wir nicht im Hotel gefrühstückt haben. Das, ich glaube, das trifft das ziemlich gut. Also, das war's dann. Das war schon gut jetzt bisher. Also, die Kinder finden es gut, die Kinder gehen uns nicht auf den Keks zu sehr. Die sind ja auch gut hier aufgehoben. Ne? Das habe ich schon oft gehört, dass die Kinder hier wirklich gut versorgt werden und man die auch laufen lassen kann. Das finde ich ganz toll. Ja, ist sehr, sehr, sehr. Also, ich finde das also Hut ab für die ganzen Leute, die mit den Kindern gestern sich da am Wolf gelötet haben und wahrscheinlich die ganzen Pfoten verbrannt haben von, falsch das Werkstück festgehalten. Das war schon wirklich, wirklich toll. Und ich bin echt begeistert, wie viele Leute das auch mit so einem Enthusiasmus irgendwie den Kindern halt Löten beibringen. Also ich würde das auch gerne machen, aber ja, eben, wie das halt so ist. Ne? Aber ja, das ist, ich war gestern sehr, sehr, sehr beeindruckt. Aber das ist hier, glaube ich, überall. Also das ist jetzt gar nicht kinderspezifisch, es ist wirklich krass. Also eben, das, deswegen tut mir das Motto ein bisschen leid, wenn die Leute das irgendwie in den falschen Hals kriegen. Aber ja,
Nee, ist sonst. So ein Daumen rauf. Ja, also beide. Ich sag mal, also 8 Daumen rauf, okay, von uns. Philipp, vielen Dank für das tolle Motto dieses Jahr. Gar nicht für. Ich hoffe, du kriegst keinen mehr drauf. Ja, ich auch. Vielleicht. Gucken. Wir passen alle auf. Alles klar. Vielen Dank, Philipp. So, mein letzter Gast heute dürfte ganz vielen von euch bekannt sein, und zwar von dem Podcast Methodisch Inkorrekt. Da spielt er nämlich die Rolle des Reinhard Remford. Im echten Leben ist Reinhold Remscheid aber Schauspieler, und den möchte ich jetzt mal ganz herzlich auf die Bühne bitten. Herzlich willkommen, Reinhold Remscheid. Guten Tag. Guten Tag, Herr Remscheid. Guten Tag, Frau Horst. Ach, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich habe ja gesehen, Sie haben ja auch dieses Jahr als Schauspieler wieder sehr viel zu tun. Sie machen hier Shows mit Ihrem Podcast, der ja nicht Ihrer ist. Nein, das ist eher, ne, also mit dem Mitarbeiter, der dort auch die Rolle des Nicolas Wörl spielt, des Doktorvaters sozusagen. Durch und durch. Das. Ich sehe Sie immer Bier trinken, und ich habe Ihnen heute auch ein Bier mitgebracht. Möchten Sie das gerne haben? Nee, ich möchte darauf tatsächlich verzichten. Also die Rolle des Reinhard Remford, die erfordert halt Bier trinken. Ich persönlich verabscheue Alkohol. Sie trinken überhaupt keinen Alkohol? Nein, überhaupt nicht. Was ist denn dann immer in Ihren Flaschen drin? Meistens ist es Tee. Tee? Also Tee, ja. Und wenn es irgendwie was Hochprozentiges aussehen soll, auch gern mal Apfelsaft. Aber hauptsächlich Tee. Also ich verabscheue Alkohol. Das ist... Sie glauben gar nicht, wie schwer das ist, dieses leicht angetrunkene Verhalten zu spielen. Das ist. Ist das schwer? Das ist sehr, sehr schwer. Ja, das ist sehr schwer. Auch dieser Ruhrpott-Dialekt. Sie merken vielleicht schon, ich habe diese Rolle so verinnerlicht, dass das selbst hier kann ich das kaum noch ablegen. Ja, Sie sehen auch immer noch aus wie Reinhard Remford. Ich muss mir auch 10 Kilo dafür anfressen. Das ist auch nicht so einfach. In Hollywood gibt es eigentlich bin ich Hochleistungssportler. Ja, das ist ja jetzt vorbei. Ich jogge für mein Leben Kilo. Gern. Ja, das, ja. Ne, die Gelenke sind jetzt durch. Das ist vorbei. Sie haben mir glücklicherweise gestern Ihren Lichtbildausweis gezeigt. Richtig, ja. Und ich war sehr froh, dass da wirklich auch Reinhold Remscheid drin stand. Ja, das ist toll. Man kann sich hier oben tatsächlich so Fake-Ausweise machen lassen. Ich habe mir jetzt so einen mit Reinhard Remford machen lassen. Ach, das voll ist großartig. Ja toll. Ja. Können Sie sich überall ausweisen. Ja, ist groß. Ich hörte sogar, damit ist mal jemand innereuropäisch geflogen mit so einem Ding. Ja, dann können Sie das ja jetzt auch mal ausprobieren. Werde ich tun. Dann nach Hause. Ich bin ja hier heute zu Gast in Ihrem Podcast, Horst, die Podcast. Worum geht's da genau? Also was machen Sie da wir sonst? Was wir sonst machen, weiß ich noch nicht. Ah, okay. Das wird sich noch entwickeln. Ja, erstmal habe ich jetzt gedacht, ich... Zeig auch mal, wer hinter Reinhard Remford steckt. Und Vorbereitung ist da alles. Super. Ich bin auch sehr vorbereitet. Nur mit dem Bier, das wusste ich natürlich nicht. Ich sehe Sie ja immer auf der Bühne nur saufen. Das ist schwer. Das passiert mir auch häufig, wenn ich hier unterwegs bin, dass die Leute diese Rolle, die ich sonst spiele, verwechseln mit dem normalen Charakter. Also. Das ist wahrscheinlich ich bin ja großer Fan der Lindenstraße. Ja. Und Marie-Louise Marian wird wahrscheinlich auf der Straße auch immer als Helga Balmer angesprochen. Das geht Ihnen wahrscheinlich auch so, oder? Ja, Sie werden hier permanent als Reinhard Remford. Ich habe ein ganzes Physikstudium als Reinhard Remford absolviert. Haben Sie absolviert. Wie sind Sie überhaupt an die Rolle gekommen? Ich habe Ihre Agentur angerufen, die Schauspielagentur Rosi, und die haben mir erklärt, dass Sie ein Angebot bekommen haben von der Uni Duisburg. Die wollten nämlich ganz gerne mal dieses Image des streuseligen Doktoranden ein bisschen auffrischen und mal zeigen, dass die nicht nur in ihrem Büro sitzen, sondern auch Rampensäue sein können. Und dann hat die Agentur Rosi gesagt, gut, der Reinhold Remscheid, der ist der richtige Mann für diese Rolle. Ja, also als ich das erste Mal von dieser Anfrage gehört habe, dachte ich mir auch so, man kann einen Doktoranden ja nicht spielen. Ne? Also so viel Leid, das kriegt selbst ein guter Schauspieler nicht hin. Aber so nach und nach wächst man in die Rolle hinein, und ich würde die Universität gerne besser dastehen lassen, aber das gibt die Rolle leider nicht her. Das hat die Rolle nicht hergegeben. Ja, und dann ist es leider ja auch so ein bisschen eskaliert, ne? Also Sie haben dann die Uni verlassen, in dem Podcast. Ja, aber vielleicht gehe ich ja irgendwann wieder zurück. Also das so diese Option einer Fortsetzung offen zu lassen, das macht man häufiger so. Ach so, das heißt, es könnte passieren, dass Sie zur Uni zurückgehen. Also ich halte das jetzt aus meiner Sicht auf die Rolle für relativ unwahrscheinlich, aber man lässt sich die Türen halt offen, ja. Wie weit im Voraus bekommen Sie denn die Drehbücher?
Also wissen Sie jetzt schon, wie die nächsten Monate ablaufen werden? Sie müssen ja auch, ich weiß gar nicht, Sie schreiben ja auch ein Buch. Wie macht man das, wenn man eigentlich Schauspieler ist, so ein Buch zu schreiben über Physik? Oder gibt es da einen Ghostwriter und Sie machen das gar nicht selber? Also doch, das mache ich zum Teil schon selber. Die Wikipedia gibt eine Menge her. Also da muss man gar nicht so viel können. Das ist auch dieses Physikstudium, ne? Da hat mehr heiße Luft als alles andere. Das ist gar nicht so problematisch. Nein, die Drehbücher für die Rolle an sich, die bekomme ich immer so einen knappen Monat vorher. Mhm. Also gerade dieser charakteristische Zug von Reinhard Remford, dass er immer so chaotisch wirkt, das ist das, was am meisten Vorbereitung erfordert. Dass auch den Herrn Wörl zu briefen, wie der darauf zu reagieren hat, das ist relativ schwer. Das ist dann auch schwer, an dem Drehbuch weiter. Ja, genau. Also das ist Teamarbeit. Man muss da immer sehr, sehr genau zusammen. Aber zum Beispiel heute Abend diese Show. Ne? Während der Herr Wörl jetzt da sitzt und Folien generiert, sitze ich halt hier und habe ihm vorher halt gesagt, was er tun möchte. Was er tut, damit sie dann auch in ihrer Rolle gut aussehen. Genau. Also wir haben das zusammen durchgesprochen, also dass auch dieses Kurzfristige wieder zur Geltung kommt, ja. Wie sehen denn die nächsten 4 Wochen des Reinhard Remfords aus? Oh. Dürfen Sie schon was verraten oder ist das alles streng geheim? Ja, diese Buchgeschichte muss halt zu Ende gebracht werden. So langsam, ja, das ist langsam durch. So ein Thema leiert sich ja irgendwann auch aus. Ne? Man kann nicht jahrelang erzählen, ich habe das Buch immer noch nicht zu Ende geschrieben, dann werden die Leute ja auch nervös. Also ja, irgendwann ist das halt durch. Ne? Das muss irgendwann durch sein. Demnächst gibt es noch einen kurzen Auslandsaufenthalt, irgendwo in Mexiko wahrscheinlich. Mhm. Und ansonsten, dieser Podcast, der muss ja auch weiter. Also Sie meinen diesen methodisch inkorrekt? Ja, genau. Das kann man den Herrn Wörl ja nicht alles alleine machen lassen. Nee, dann wäre es ja auch nicht mehr dasselbe und Sie wären Ihren halben Job los. Also ja, das auch. Das ist ja mittlerweile der tragende Aspekt dieser Rolle geworden. Aber dann kommt Ihnen ja dieses methodisch inkorrekt auch sehr zugute, weil Sie ja dann als Schauspieler diesen Physiker spielen und dann auch methodisch inkorrekt sein dürfen. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass man ein bisschen merkt auf der Bühne, dass wir nicht genau wissen, was wir da tun. Das, also zumindest zur Hälfte nicht genau wissen, was wir da tun. Uns wurde mal Fahrlässigkeit und so nachgesagt. Fahrlässigkeit? Ja. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wann sollen Sie denn fahrlässig gewesen sein? Das weiß ich auch nicht. Ist alles durchgeplant gewesen, von Anfang bis Ende. Und dann mussten Sie den Saal wechseln? Ja. In Brand setzen ist nicht. Das war auch geplant. Alles mit drin. Ach so, das war geplant. Das war geplant, okay. Ja. Man muss den Spannungsbogen auch halten. Ne? Ja, das wohl wahr. Deswegen haben Sie jetzt in Ihrer Rolle ja auch noch eine Nebenrolle entwickelt. Ich weiß gar nicht, wusste die Agentur darüber Bescheid, dass dann plötzlich Sie eine ominöse Frau entwickeln oder stand das auch so in dem Drehbuch mit drin? Oh, das hat sich plötzlich so entwickelt. Das war ursprünglich nicht geplant. Eigentlich war der Hauptpunkt dieser Person immer diese Hassliebe zwischen dem Herrn Dr. Wörl und dem Herrn Remford, aber da wurde dann noch dieser Nebenschauplatz der ominösen Frau eröffnet, ja. Ist denn der Herr Wörl sehr eifersüchtig oder geht's? Nein, der Herr Wörl hat in seiner Rolle mittlerweile eine komplette Familie drumherum entwickelt, mit Kindern und so. Das, ja. Ich muss den fragen, wo man die mieten kann. Das, also Kinder und Frau mieten. Ja, das sind ja wahrscheinlich auch, sind das echte Kinder und eine echte Frau oder sind das auch Schauspieler? Ich glaube, das sind Laien, also wobei nein, für Laiendarsteller sind sie zu professionell. Ich weiß es nicht, ich müsste mal fragen. Aber sehr kleine Kinder dürfen anscheinend zwischen Weihnachten und Neujahr nicht arbeiten, weil die kleine Tochter habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, gibt es da irgendwie ein Gesetz, so ein Schauspielergesetz und Laiendarstellergesetz, das zwischen Weihnachten und Neujahr erst ab 3 oder 4 Jahre gespielt werden darf? Ich glaube, die Kleine macht auch Werbung. Ja. Für Zwieback. Ich weiß nicht genau wofür, aber Ja, dann müssen wir mal die Augen offen halten. Aber das kann man halt, solche Abwesenheiten kann man immer mit Krankheit erklären oder Schulferien oder so. Das ist meist unproblematisch. Wie geht's denn mit Herrn Remford und der ominösen Frau weiter? Gibt's da auch 4 Wochen im Voraus oder ist man da eher auch ein bisschen spontan und sagt, nee, jetzt... Da guckt man gerade, wie es passt. Nein, das muss natürlich auch im Voraus geplant werden. Aber das ist ja das Schöne, dass das ja hauptsächlich dem allgemeinen Hörer nur so am Rand, als Randerscheinung auftaucht. Das heißt, diese Rolle ist nicht so schwer zu planen. Ah, okay. Ja, ich habe bei Twitter gesehen, im Fahrstuhl hat schon jemand eine Suchanfrage gestellt. Ja, das habe ich auch gesehen. Vielleicht ist das auch einfach nur eine geschriebene Rolle. Und es gibt es da überhaupt schon eine Schauspielerin für? Oder? Die sitzt auch hier bestimmt irgendwo, aber ich weiß nicht genau wo. Also okay. Vielleicht sieht man sie ja mal.
Herr Remscheid, ja. Sie hatten eine schwere Kindheit. Ich habe nämlich gelesen, dass Sie eigentlich Elektriker werden wollten und Ihre Eltern gesagt haben, also mit Elektriker kann man ja nichts verdienen. Kind, lern was Vernünftiges, werd Schauspieler. Ja. Ist das da jetzt nicht ganz gut, dass Sie als Physiker auch so ein, also als Rolle des Physikers auch so ein bisschen wieder dahin kommen, dass Sie zum Beispiel hier auf so einem Kongress Würste zum Explodieren bringen? Ja, also meine abgebrochene Ausbildung als Elektriker kommt mir dann natürlich zugute. Ich weiß, dass ich halt die Wurst nicht anfassen darf, wenn sie an der Steckdose hängt. Das ist schon mal gut, ja. Ja, aber ansonsten. Nein? Nein. Nein. Also war das nicht so schwer, dann Ihre Eltern dann auch zu überzeugen, dass die Rolle des Physikers also ich bin durchaus auch eine gute Rolle ist. Also vielleicht hätten Ihre Eltern Sie lieber am Theater gesehen oder ist das jetzt so in Ordnung? Meinen Sie meine realen Eltern oder die zu der Rolle... Meine realen Eltern, die lange tot. Lange tot. Aber nicht, weil Sie jetzt Physiker sind. Nein. Die haben also nicht damit gehadert, Nein, da besteht kein kausaler Zusammenhang zwischen meiner physikalischen Ausbildung und dem Tod der Eltern. Aber Sie haben ja gar keine physikalische Ausbildung. Oder haben Sie dann doch in Ihrer Rolle sich nochmal so ein bisschen... Wie gesagt, für die komplette Rolle ein Physikstudium absolviert. Man bereitet sich halt ordentlich vor. Ne? Diesen Aufwand betreibt man, ja. Man will ja überzeugend wirken, ne? Ja, das scheint Ihnen ja zu gelingen. Die Leute jubeln Ihnen ja zu. Ja, sagen wir mal so, das meiste habe ich da tatsächlich, also da muss ich dem Herrn Wörl einen großen Dank aussprechen, der fängt da eine Menge ab, ja. Da kommt auch schon Bier. Ich würde ja gerne. Ja, ich weiß. Das ist das gut. Ah, sehen Sie, das ist eine dieser Flaschen. Das sieht aus wie Bier, aber das Tee da drin. Ist Tee drin. Lassen Sie sich den Tee mal schmecken. Prost. Ich weiß nicht, hat denn jemand aus dem Publikum vielleicht... Der Tee ist kalt. Ja, aber sonst würden Sie sich ja auch die Hände verbrennen. Das stimmt auch wieder. Ja. Ich weiß nicht, hat vielleicht jemand aus dem Publikum eine Frage an den Schauspieler? Ich fühl mich nebenbei übrigens schlecht, nach zwei Personen, die hier wirklich was Sinnvolles gemacht haben, auf der Bühne zu sitzen. Wieso? So als Schauspieler ist es doch wirklich... also es muss ja auch mal gezeigt werden. Ja, es kann das ja schon nicht sein, so dass immer alle... Die Kulissen ist schon relativ wichtig, aber... ich finde das bewundernswert, was die anderen gemacht haben. Also das hat halt auch Nachwirkungen. So innerhalb von 2 Minuten so ein Kongressmotto unter der Dusche rauszuhauen, das ist... Wahnsinn, ja. Wie viel Vorbereitung hatten Sie denn, bis Sie das erste Mal den Reinhard Remfort gespielt haben? Ging das relativ schnell oder? Also gut, Sie haben gesagt, Sie mussten dieses Physikstudium absolvieren. Das hat ja wahrscheinlich einiges an Zeit in Anspruch genommen. Das war ja schon Teil der Rolle. Das ging ja schon Hand in Hand miteinander. Also das erste Mal den Reinhard Remfort gespielt, habe ich spontan auf einer Geburtstagsfeier einer Freundin, als wir über abstruse Berufe geredet haben und wir irgendwann auf den abstrusesten Beruf Physiker gekommen sind. Und wir dann halt, man kennt das ja, dieses Was bin ich gespielt haben. Mhm. Und ich die Rolle von Albert Einstein hatte und dort angefangen habe, mich in einen Physiker hineinzuversetzen. Und dann haben Sie gespürt, das ist mein Ding, das will ich machen. Und ja, genau. Diese Mischung aus Wahnsinn und Berechnung ist wunderbar. Wunderbar. Sie sind ja eigentlich ein sehr strukturierter Mensch, so habe ich Sie jetzt erlebt. Grundsätzlich ja. Und ja. Jetzt spielen Sie ja diesen sehr unstrukturierten Reinhard Remfort. Ja. Kollidiert das manchmal oder können Sie das selber eigentlich überhaupt noch auseinanderhalten? Wie gesagt, mit dem Dialekt fällt es mir manchmal tatsächlich schon schwer, aber sonst kann ich es sehr gut auseinanderhalten. Das Schöne ist, eine chaotische Darbietung bedarf einer gewissen Vorbereitung, aber auch viel Spontanität. Und das ist ja was man halt der Natur der Sache nach nicht vorbereiten kann. Dann ist es ja auch ganz schön, dass Sie aus Ihrem wahren Leben regelmäßig ausbrechen können. Ja, das ist wundervoll, ja. Meinen Sie denn, Reinhard Remfort wird auch noch Laiendarsteller kleine Kinder kriegen oder ist das alles noch gar nicht geplant? Soweit im Voraus planen wir nicht. Wir müssen ja auch immer auf aktuelle Geschehnisse reagieren, die halt das Weltgeschehen beeinflussen, um diese Rolle glaubhaft zu Sie sind ja auch extra für die Rolle jetzt umgezogen. Innerhalb kürzester Zeit 2-mal sogar. Ja, bin ich. Für wahr, um halt... Also, zumindest offiziell, ne? Also Reinhard Remfort wohnte halt in Hessen und dann in Rheinland-Pfalz. In Wahrheit wohne ich hier in Hamburg, bin auch hier geboren und ja.
Auch immer hier geblieben. Immer hier Hamburg geblieben, nie verlassen. Ja, nein, Hamburg nie verlassen. Das dann ist ja gut, dass es zum Kongress dann dieses Jahr ist. Ist wunderbar. So ja, ich frage mich, wie es nächstes Jahr wird. Also man hörte ja, dass es hier nicht weitergehen soll. Ja, das soll ja abgerissen werden. Das habe ich. Kernsaniert hörte Kernsaniert, ich. Kernsaniert, ja. Sie stört es aber immer noch nicht, dass die Leute sie eher als Reinhard Remford ansprechen. Das Schlimme ist, dass mein Name andauernd falsch geschrieben wird. Also man kann das habe ich auch schon gehört. Man kann Reinhold Remscheid auf so viele Arten falsch schreiben, dass unglaublich. Und dieser Fauxpas, der dem ZDF mal passiert ist, dass sie meinen Klarnamen eingeblendet haben. Das war unmöglich. Aber da bin ich ja auch auf sie aufmerksam geworden und habe gedacht, Mensch, das kann eigentlich gar nicht dieser Reinhard Remford sein. Da muss was anderes hinterstecken. Da sind sie ja quasi fast aufgeflogen. Fast, ja. Fast. Aber ist ja bis heute dann nochmal gut gegangen. Glücklicherweise. Da haben wir alle Glück gehabt. Schön. Dürfte ich Sie noch kurz was doch noch zu diesem Podcast-Projekt fragen? Haben Sie schon irgendwie so eine grobe Idee, worum es gehen könnte? Struktur oder? Nee, Struktur ist immer gut. Ich bin ja ein sehr strukturierter Mensch, aber ich glaube, das werde ich dann gleich in meiner Abmoderation noch erzählen. Okay. Können Sie an meiner Seite bleiben? Ja, ich bleibe einfach hier bei dem Tee und dem Kaffee. Das Tee und Kaffee ist immer gut. Ne? Hat denn immer noch keiner eine Frage? So viele Leute und keiner hat Fragen. Die sitzen alle hier, weil die gleich den Holgi, glaube ich, noch sehen. Ja, aber das kommt mir ja zugute. Ja, das ist super. Das ist immer das Schöne, dass man hier so durchmischt, das Publikum immer sitzen hat. Finde ich großartig. Ja. Herr Remscheid, ich finde es sehr mutig, dass Sie diesen Schritt gegangen sind und sich mal der Öffentlichkeit präsentiert haben. Ja, es ist ja hier eher familiär. Familiär, ne? Aber nicht, dass die Leute Sie jetzt alle als Herr Remscheid ansprechen. Passiert leider eh schon ständig. Passiert ständig, wenn das schon bei Twitter passiert. Ich möchte an dieser Stelle übrigens mal klarstellen, dieser Twitter-Account gehört tatsächlich nicht mir. Wirklich nicht. Sowas aber auch. Das denken die Leute. Das denken die Leute, ja. Ach so. Das passiert. Ich würde nie unter meinem Klarnamen twittern. Das ist. Ja, es soll ja auch eigentlich alles verdeckt bleiben. Deswegen ist es gut, dass wir das nur hier im kleinen Kreis besprochen haben, dass das dann nicht so aufbricht. Herr Remscheid, ich wünsche Ihnen viel Erfolg weiterhin in Ihrer Rolle als Reinhard Remford. Das ist wirklich, also auch diese Nähe an dem Namen, das macht mich ganz... Kommen Sie gerne heute Abend zur Gala-Vorstellung. Wenn Sie mir einen Platz reservieren, dann... Wir werden schauen, ja. Da wird bestimmt was frei bleiben. Erste Reihe, zwei Plätze. Ich komme dann 3 Minuten vorher, dann habe ich nicht so einen Stress. Damit machen Sie sich hier sehr beliebt. Ja, ich weiß. Verbindung ist alles, ne? Mhm. Ja, Herr Remscheid, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen heute Abend viel Erfolg bei der Show. Ich hoffe, der Herr Wörl folgt auch den Anweisungen, die Sie ihm gegeben haben. Nicht, dass da noch irgendwas schief geht, ne? Der Herr Wörl, ist der eigentlich auch Schauspieler oder ist der wirklich Physiker? Der Herr Wörl ist tatsächlich Physiker. Also den Doktor darf man sonst ja auch nicht führen, ne? Ah, okay. Aber diese ganze Geschichte mit dem Podcast... Ich dachte, man kann sich Doktoren auch kaufen. Also so einen Doktortitel... Ja, aber den darf man in Deutschland dann nicht führen. Ah, okay. Das ist, der Herr Wörl ist tatsächlich wirklich richtiger Physiker und der ist auch verantwortlich für die Struktur, die dieses ganze Nebenprojekt hat. Also ich glaube, da ist aber jetzt kein Tee drin. Nein, das ist, Sie kennen das doch, Tee trinkt man mit Zitrone. Ach so. Ich reiche Ihnen das mal weiter. Ich trinke aber eigentlich keine Zitrone. Möchten Sie einen Schluck Tee dazu? Nee, danke. Prost. Dann Prost. Ganz schön sur, die Zitrone. Oh. Mit einem leichten Wacholder-Aroma. So, Herr Remscheid, jetzt aber wirklich viel Erfolg heute Abend. Vielen Dank. Ich hoffe, Sie glänzen in Ihrer Rolle weiter. Ich hoffe, es entwickelt sich weiter. Ich werde versuchen, so stümperhaft wie möglich neben dem Herrn Wörl auszusehen. Das kriegen Sie bestimmt hin. Sie sind so ein toller Schauspieler. Ich bin mir sicher, dass Sie das schaffen. Bleiben Sie noch einen kurzen Moment sitzen. Gerne. Dann bin ich nicht so ganz alleine. Ich möchte nämlich tatsächlich noch ganz kurz was dazu sagen, worum es eigentlich bei Horst die Podcast gehen soll. Das war natürlich heute die allererste Folge und ein Versuch, ein bisschen was Lustiges auch zu machen, wo ich Herrn Remscheid sehr dankbar bin, dass er das auch gemacht hat. Und es ging natürlich auch darum, Michaela mal zu zeigen, die für die Community unglaublich viel getan hat. Und in den nächsten Folgen wird es aber eher ein bisschen politischer zugehen. Ich werde zum Beispiel David Schraven von Korrektiv zu Gast haben oder Irmela Mensah-Schramm, die einigen bekannt sein dürfte, weil sie durch Deutschland läuft und seit 30 Jahren Nazi-Sticker und Nazi-Graffiti übersprüht. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr heute alle hier wart. Ich möchte mich bei meinen Gästen bedanken.
Vielen Dank, Reinhard. Bitte? Applaus ja, für dich. Wo sind die? Wo sind die anderen beiden? Der Philipp sitzt da vorne und die Michaela ist verloren gegangen. Und dann würde ich sagen, machen wir Schluss. Wir sind durch. Ich danke euch und jetzt viel Spaß gleich beim Realitätsabgleich.